Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play GTA 5 in der letzten Folge. Sind wir an so eine komische Sektenolle geraten? Das ist wiederum lustig. Oh my god, you're obsessed with me, aren't you? Someone call the pound and an ambulance. Wie sie direkt ausrastet. Wir sind auf jeden Fall jetzt dabei, wieder ein bisschen was für die Celebrities zu kriegen. Wow. Und dafür sollten wir vielleicht diesen Hund fangen. It's a guy chasing a dog. What is it with you people? Doggy, come on, doggy. Be good to daddy. Gotcha, you little bastard. There, there. I know this is weird for all of us. You're gonna make a batshit crazy lady very happy. Okay, now get back to Carrie before she uses this as an excuse to go back to rehab. Chalk! Celebrity newsflash! Maniac steals collar from Carrie McIntosh's dog in Rockford Hills! Oh, how delightful! Mrs. Thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out. Oh, I joke, of course. We really can't thank you enough for all the effort you're going to make our holiday so special. Ah, don't mention it. I always enjoy meeting people more chemically unbalanced than myself. Okay, der Hund rennt noch. Ich glaube, der rennt allgemein einfach immer dahin, also einfach immer in die andere Richtung, wo wir hin wollen. Okay. Was können wir jetzt machen? Wir sollen irgendwo irgendwas... Moment. Tauchboot. Darum könnten wir uns theoretisch schon mal kümmern. Ich gucke gerade noch mal kurz auf die Map. Was gibt's noch so? Es gibt eigentlich nur Cletus. Mit dem können wir wahrscheinlich wieder jagen gehen oder so ein Kram. Und das Tauchboot. Okay, das war es eigentlich auch schon. Und weil ich jetzt nicht da hoch bis zu Cletus fahre, machen wir das einfach so. Was ich noch ausprobieren wollen würde... Was ist, wenn ich damit Leute treffe? Lol, die fliegen einfach nur weg. Na gut. Die Karre sieht lustig aus. Moment, Moment. Den kriege ich noch aus dem Weg. So. Die kenne ich sogar noch. Die hatte ich immer, auf meinem alten GTA Online-Profil. Die war cool. Die hatte nur ein ganz großes Problem. Die wurde auch irgendwann einfach so häufig, dass so viele Leute die hatten. Und mein altes GTA Online-Profil wurde gelöscht. Deshalb bin ich immer noch mega enttäuscht. Ich hatte die damals so geil getuned. Ups. Jemand soll irgendjemanden aufhalten. Wen denn? Moment, Moment. So. Wem gehört das denn? Hi. There you go. I persuaded him to change his mind. You're my hero. I can't thank you enough. Hätte ich das mal nicht gemacht. Das Auto hätte wahrscheinlich sowieso jemand geklaut. Ich frage mich auch bei manchen Autos immer, also die, die es hier gibt, schon, was eigentlich das echte Auto davon ist. Ich glaube, hiervon gibt es tatsächlich ein echtes Auto, weil diese Löcher oben gibt es tatsächlich bei irgendeinem Auto. Das habe ich irgendwo mal gesehen. Naja. Ups.
So, dann fahren wir da jetzt mal hin. Mir gefällt die Karre aber immer noch echt gut. Ach, diese Fehlzündungen immer. Sind ja nur ein paar davon. Lol, fährt er erstmal die Ampel platt. Da könnten wir noch Randale machen. Die Aufnahme läuft noch gut. Ich hatte schon wieder Angst. Seitdem diese eine Folge in Far Cry damals nicht aufgenommen wurde. Eieiei. Ich bin immer so paranoid. Das ist echt schlimm. So. Und dann sind wir auch gleich schon da. Dann muss ich das Auto leider hier lassen. Tut mir eigentlich voll leid drum. Ich feiere das voll. Na gut, und hier klauen wir also ein U-Boot. Okay, da oben ist schon mal ein U-Boot drauf. Ich werde das Auto vermissen, das ist echt cool. Ups. Ich frage mich so ein bisschen, wie wir da dran kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Wir könnten auch einfach den Knopf drücken, aber das ist ja lame. So. Okay, und schon haben wir ein Tauchboot. Den Knopf habe ich gar nicht gedrückt. Oder doch? Wir sind hier doch richtig, ja. Ich finde es irgendwie lustig, wie viele Sachen sich hier so auf dem Meeresgrund verstecken. Ich wollte schon gerade fragen, ob hier ein Radio an ist. Oder was das für ein Geräusch sein soll. Moment, ich wollte... Nein.
in diese Ansicht. Irgendwie ist das cool. Da müssen wir einmal außen rum. Was ist das für ein Geräusch? Aber es ist schon cool. Ich glaube, man kann damit, also mit so einem U-Boot hier halt auch echt nice Sachen finden. Es gibt ja auch diesen einen Mordfall und so. Ich glaube, der war bei einem GTA Online. Der war auch fucking spannend. Und da musste man dann auch irgendwie entweder hintauchen oder mit dem U-Boot hin. War halt eigentlich echt interessant. So, wir sind auch schon fast wieder da. Floyd, you there? Yes, sir. I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. All right. Ist ja auch richtig unauffällig, einfach mal so einen Kran zu, einfach mal so ein U-Boot zu klauen und so einen Kran zu kapern. Ich glaube, wenn Deborah wiederkommt, wird das echt lustig. It's around the corner, past the shipyards. Okay, ich bin immer noch in diesem First Person Mode. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Irgendwie finde ich das ganz lustig, so zu fahren. You can pull up. You're sure it'll be okay there? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Es ist halt schon funny. Nein, das ist mein Auto. Mann. Ist halt schon funny in diesem First-Person-Mode. Dankeschön. Jetzt muss ich hier nur irgendwie wegkommen. Und man sieht hier halt einfach mega wenig. Okay, da sind Autos. Und ich habe einen Stern bekommen. Der krasse Checker, ja, auf jeden. Ich fahre jetzt in meinem Smart weg.
Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir probieren es einfach. Ich weiß nicht mal, wo ich hier lang fahre und das Auto ist schon zur Hälfte zerstört. Aber das passt schon aus dem Weg. Der war eh nur pissen. Oh Gott, bitte fahrt nicht hier lang. Okay. Dafür ist es wohl schon zu spät. Oh Gott, man kann in dem First-Person-Mode einfach so wenig einschätzen. Es erinnert mich so ein bisschen an Far Cry, aber gerade so im Auto bin ich doch froh, den in Far Cry, den hier nicht zu haben. Auch diese Einschätzung und so, das funktioniert mit dem Dings einfach, funktioniert einfach so hier, wie es jetzt ist, besser. Auch wenn ich es so auch nicht wirklich kann. Oh Gott, das Auto ist aber auch irgendwie funny. So. Bin immer noch so ein bisschen traurig darüber, dass ich mein mein cooles Auto von vorhin aufgeben musste. Das fand ich echt nice. So, ich schaue einmal kurz, was ist jetzt... Okay, wir haben eigentlich nur noch eine Mission bei Michael. Kann man den Charakter wechseln, während man einen Stern hat? Ja. Dann machen wir jetzt die Mission mit Michael. You can see why they call it paradise. Das hier ist jetzt übrigens sein Auto, während Jimmy seins geklaut hat. Nee, wir gehen später nicht ins Gym. Das kannst du knicken, mein Freund. Guck mal nach draußen. Na gut. Da war schon wieder, glaube ich, irgend so ein Freak, aber darauf habe ich ja gerade auch keine Lust. Ich habe auch gerade keine Lust, nochmal so einen Herzinfarkt zu kriegen, wie beim letzten Mal, als ich dieses komische Dings gemacht habe. Sie ruft wieder an. Well, I don't want to see you. You need help. Like, serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you. But you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. Ach, irgendwie ist die auch ein bisschen lustig. Gerade wie sie immer redet. Irgendwas mit Geldtransporter, okay, okay, ja, aber ich will gerade keinen Geldtransporter ausrauben. Das können wir mal anders machen. So, wir hören uns jetzt noch an, was die uns so zu erzählen haben. Und dann schauen wir mal. Die Frage ist halt nur, ob ich das will. Also zu dem zu kommen. Wer da einfach fast oben ohne auftaucht. Brilliant. Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. I love it. I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa! Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So. Well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me.
Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me, genius? You got it, Bout. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped-out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this, and that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Let's go. Ehrlich gesagt möchte ich ihn ziemlich gerne schlagen. Also diesen Typen da. Der hält sich halt einfach echt für was Besseres. Sorry, aber das ist es mir gerade einfach wert. Das Ganze fängt sowieso wieder an. Beim Restaurant gab es Ärger. Wow, was eine geile Begründung. Ich habe ihn eigentlich nur geschlagen. Ich habe eigentlich nur da in die Gegend geschossen. Aber was wir jetzt mit Davy so anstellen, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin.